Mahlzeit. Ich bin wieder unterwegs und nehme euch mit. Und deswegen begrüße ich euch zum neuen Video. Heute gehe ich in den Wald. Heute mache ich keine Riesentour. Einfach nur mal einen schönen Nachmittag im Wald. Hat auch was. Ich muss nicht immer 20 Kilometer machen, wenn ich unterwegs bin. Deswegen, begleitet mich, wenn ihr wissen wollt, was ich heute so mache. Thank you.
bin ich jetzt wieder raus aus dem Wald. Eigentlich wollte ich da mal eine Teepause machen, aber ihr habt ja gesehen, da ist gut alles zugewachsen. Ich finde im Moment kein Plätzchen, wo ich nicht die Pflanzen platt treten würde. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich habe mich jetzt zwar nur auf dem Weg hin und her bewegt, ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Und wie gesagt, ich möchte jetzt da nicht die neuen Pflanzen kaputt treten. Dann suche ich mir halt ein anderes Plätzchen für meinen Tee. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig. Aber immerhin, das ist mir jetzt wichtiger, da nicht weiter was kaputt zu machen. Deswegen, ich suche mir jetzt eine Bank und da mache ich meinen Tee. Tja, da werden sogar die Fasane im Gebüsch verrückt. Heute ist ja auch echt viel los. Halte ich zwar die Kamera nicht so drauf, aber heute sind viele Leute unterwegs. Fahrradtouren, Wanderer. Gut, heute ist der 1. Mai, ne? 2022. Tag der Arbeit. Das Wetter ist ja einigermaßen annehmbar. Da ist das wohl völlig normal, dass viele Leute unterwegs sind. Ich bin ja auch unterwegs. Tja,
Wisst ihr Bescheid? Aufgeräumt. Der Platz sieht aus wie vorher. Also wie immer. Trotz Mülleimer liegt hier ein bisschen Schutt und Asche rum. Naja. Lohnt aber nicht aufzuräumen, weil das sieht nächsten Tag genauso wieder aus. Auf jeden Fall sind hier jede Menge Party-People unterwegs. Mit Techno-Musik und was nicht alles. Naja, hab ich mir genau den richtigen Tag ausgesucht, um rauszugehen. Ich hatte ja meinen Spaß. Wollte heute eh nicht so eine Riesenrunde machen. Und werde mich jetzt mal wieder in Dark Angels sanfte Arme begeben. So, heute war nicht viel geplant. Einfach nur mal durch den Wald schlendern, Tee draußen saufen und wieder abheim. Ich hatte eine schöne Zeit. Ihr hattet hoffentlich ein schönes Video zu sehen. Deswegen bleibt mir treu. Wir sehen uns bald wieder. Darksider Oberheim.